Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Knight. Ich bin der Baume und ich habe gerade einen Wahnsinns-Aufnahmemarathon. Ich weiß nicht, welcher Irre mich reitet, ob mir ein kleiner Joker im Kopf sitzt, ich weiß es nicht. Es macht gerade so einen Spaß. Ich prügel hier eine Folge nach der anderen raus. Ich bin so weit voraus in der Zeit. Was haben wir heute? Wir haben den 28., wie ich das aufnehme. Und diese Folge kommt raus am 26. Ich bin den ganzen Monat im Voraus. Ich kann mich danach 4 Wochen lang auf die faule Haut legen. Wann ist eigentlich Gamescom? Oh, da ist noch lange hin. Da ist noch lange hin. Aber ich bin schon so durch. Wie lange nehme ich auf? Locker 9 Stunden jetzt. Oder? Nee, 8. Ach doch, 9. 9 Stunden. 9 Stunden sind es mittlerweile. Wow. Der Panzer verschießt nicht tödliche Geschosse. Fühlt sich an den Schlag von einem Gorilla. Ich meine, irgendwie ist es... Das ist schon... Das ist auch ein bisschen was anderes als ein Livestream. Das ist irgendwie ein bisschen anstrengender gerade. Puh. Seht ihr das nur an? Bomben auf den Straßen, Soldaten auf den Gebäuden. Wie sind die jetzt eigentlich hier? Ich finde das immer noch geil mit diesem Rauskatapultieren und bla. Oh, schön. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Hat sein Für und sein Wider. Es gibt ja auch genug, was ich schlecht finde an dem Spiel. Ich sag's dir, ich höre seltsame Geräusche. Da draußen fliegt irgendwas rum. Aber es bockt halt so wahnsinnig, dass ich hier schon seit 9 Stunden sitze und es einfach nicht aus der Hand legen kann. Ich höre auf zu essen, ich gehe nicht mehr auf Toilette. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir ein nasses Tuch auf den Kopf legen, damit ich weiter zocken kann. Das ist der Wahnsinn. Da drüben sehe ich doch was leuchten. Hey, hier leuchtet auch was. Seltsam. Gefällt mir nicht. Da muss ich das Batmobil hier hochkriegen. Stimmt, vor der Quest stand ich schon mal. Kann ich mir das irgendwie markieren? Position zur Karte hinzugefügt. Schön. Schön. Wie kriege ich das Batmobil hier hoch? Was ist mit all dem Regen? Plötzlich sieht der Pinguin mit seinem Schirm nicht mehr so doof aus. Wartet mal, jetzt quatsch mir mal nicht so viel rein. Wie kriege ich denn das Batmobil hier hoch? Hier muss irgendwas sein, wo ich mich verankern kann. Das ist ja ulkig. Warte mal kurz, ich markiere mir das mal. Ach, warte mal, hier ist sowieso noch was zum kaputt machen. Und da brauche ich eh das Batmobil. Alles klar. Hui, da kommt gerade eine Drohne. Wo bleibt mein Batmobil? Wo bleibt mein Batmobil? Wo bleibt mein Batmobil? Ich wollte gerade einsteigen. Wo? Tut weh, tut ja weh, tut ja weh. Oh, fuck. Wo kommt das denn her? Ich bin auf einem Dach. Hallo, können die Dinger fliegen oder was? Alter. Jetzt kommt mal wieder runter. Ich bin auf dem Dach. Wenn das unten ist, kann ich das unmöglich treffen. Boah, ich brauche mein Batmobil. Diese Drohnen sind echt ein Problem. Aber wenn ich die Karte richtig interpretiere, sind hier nur noch 7. Wenn ich die wegräume, dürfte dann eigentlich Feierabend sein. Tschüss. Lass mich mal kurz auf die Karte schauen. Sind es jetzt nur noch 6? Geil, geil. Also funktioniert das Spiel wirklich so, dass wir den ganzen Bezirk leer räumen können. Dann wird uns sowas in Zukunft nicht mehr passieren. Ach, schön. So, wo ist das Ding? Da. Na? Och, Mensch, Riddler. Ich hab doch so viel Spaß mit deinen ganzen kleinen Rätseln. Jetzt gehen wir nur auf den Keks mit den Großen. Wir kriegen das schon alles hin. Was ist zur... Was zur Hölle ist das denn? Alter, wer will kämpfen? Du willst kämpfen? Okay, warte. Panzerung hält. Jetzt nicht mehr. Riddler getroffen. Dann sind es nur noch 5. Super. Wie komme ich auf das Dach? Wie zur Hölle komm... Guck mal, die Kamera geht schon extra in so eine Perspektive, ja? Wir müssen hier irgendwie rauf. Und wenn wir nicht auf... Doch. Wir müssen genau auf dieses Dach. Kann ich mich hier hochangeln? Die kleinen Fledermäuse sind ja auch stark. Ist das eine Kirche? WTF? Komme ich hier irgendwie rauf? Da muss man doch Strom drauf geben.
Oder? Das ist doch so ein Ding, wo ich Strom drauf geben muss. Da hätten wir noch sowas wie eine Brücke. Oder... Batman hat jetzt einen Panzer? Wir haben ihm wohl Angst eingejagt. Ich muss mir das mal nochmal anschauen. Das gibt mir Rätsel auf. Was ist das? Was ist das? Verteilerkasten. Verteilerkasten mit Winde des Bettmobils aktiviert werden kann. Ja. Ja. Ein Verteilerkasten, der mit der Winde des Bettmobils aktiviert werden kann. Sprich, Bettmobil macht dich irgendwie hier aufs Dach. Wie zur Hölle kriegen wir das Bettmobil aufs Dach? Ich sehe nichts. Zu viel Rauch. Wie kriegen wir das Bettmobil hier hoch? Vielleicht muss auch erst irgendwas Tragisches passieren? Arkham Knight? Nie von ihm gehört. Dabei war ich in Arkham City. Da drüben ist ein Knopf. Vielleicht können wir mit dem Knopf irgendwas aktivieren. Und dann können wir mit der Fernsteuerung des Bettmobils... Wusstest du, Batman, dass der nächste Randalierer mit einer Bombe viermal inhaftiert wurde? Oh! Für Mord? Oh ja, heimtückischen Mord. Nun, seinen Kopf in einer gewaltigen Explosion zerplatzen zu lassen, wäre doch eigentlich nur gerecht, oder nicht? Ja, hast du recht. Die Schläger sind ein Problem. Aber ich kann Riddlers Opfer mit dem ferngesteuerten Batarang suchen. Explodiert er jetzt? Nein. Ich muss ja gar nicht drauf stehen bleiben. Das ist ja interessant. Ich dachte, ich kill den jetzt. Gut, okay. Schade. Ferngesteuerte Batarang. Hibbidi-ho, los geht's. Oh, da unten ist ein Riddler-Typ. Den will ich mir gleich mal sichern. Piep, 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 piep. Wo ist er denn? Mensch, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Gute? Ist da eine Riddler-Trophäe in dem Laden? Ja, wo ist er denn? Hä, wen habe ich denn hier noch nicht gescannt? Verhohnepiebelst mich doch. Hallo? Ja, wo ist er denn? Da unten, Riddle-Diddle-Gedöns. Der macht Liegestütze. Hast du vom Riddler gehört? Bist verrückt geworden. Noch verrückter als sonst. Oh, ich kann dich gar nicht scannen. Der Riddler ist doch nicht verrückt geworden. Ach, Quatsch. Vielleicht treibt er sich ja da drüben rum. Zack, zack, beep, boop, beep. Boop, beep, boop, beep. I'm a robot, beep, boop. Da ist wieder einer, der an der Tür steht. Scanning, 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 scanning. Oh, ich dachte gerade, ich hätte ihn gefunden, weil er mit Leuchten anfängt. Ja, wo ist er denn? Ist er da hinten noch? Oh Gott, sind das viele. Alter Schwede. Da ist er. Na bitte. Okay, gut. Ich muss auf jeden Fall mich hier erstmal aufladen. So, dann machen wir mal ein bisschen Tempo hier. Bisschen Schwung geholt. Umdrehen, da bricht die Verbindung fast ab. Oh, wir sind schon ziemlich weit. Oh, den kriege ich, 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 den kriege ich. Hast du es gut, ey. Ich mach das nur, damit du überlebst. Du denkst wohl, du nimmst mir Arbeit ab? Das stimmt aber gar nicht. Du machst mir Arbeit. Und das mit voller Absicht. Okay, da ist ein Riddler-Informant und die ganze Straße ist voll mit Gangstern. Es wird Zeit, dass wir den Spieß umdrehen. Das wird ein Spaß. Hui! Schockwelle! Bam, bam, bam! Batmobil-Unterstützung stand da gerade. Was macht der denn hier für ein krasses Tänzchen? Hep! Hüpfer! Kann ich hier... Achso, das geht gerade nicht. Hup! Hep! Kann ich den jetzt verhören? Ja, kann ich. Riddler, rede. Du und ich. Wir werden über den Riddler sprechen. Ja, ja, klar. Was auch immer du willst. Jetzt setze erstmal das Ding ab. Wie zuvorkommt. Gut. 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 Oh, ein Bild. Ich mag die Bilder. Oh, das ist voll der große Bereich zum Suchen.
Die Liga der Killer stach Klingen durch Herz. Jetzt verursachen sie ihren Kunstwerken Schmerzen. Was für ein Ding? Die Liga der Killer. Oh Gott. Ja. Ich hatte gerade einen Kampf hinter mir. Was soll ich denn machen? Wir brauchen definitiv ein Upgrade für unsere kugelsichere Weste. Ja, du stirbst mit mir. Ist lustig, ne? Lustig. Was für eine Pointe. Ja, ich gehe noch zur heißen Sahneschnitte. Keine Sorge. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, die da überall sind. So viele Kleinigkeiten. Stell dir vor, du gehst in den Laden, willst Schuhe kaufen und es gibt so viele Schuhe. Ich muss echt mal wieder mehr Schuhe kaufen. Die sind fast durchgetreten. Fast komplett durchgetreten. So. Hier, komm, hier, hier. Wisse? Hier, da, hier, haste. Nimm. Kacke, müsste ich. Weißt du? Die Liga der Killer stach Klingen durch Herz. Jetzt verursachen sie ihren Kunstwerken Schmerzen. Da unten sind diese bekackt. Ich will die jetzt wegrotzen, diese blöden Panzer. Hier ist eine Sprungschanze. Gib mir mein Bettmobil. Bitte. Der Arkham Knight. Oh ja, genau das, was Gotham braucht. Auch ein Typ mit einer Maske. Hallo? Wo bleibt's denn? Da ist es. Oh Gott. Live Nudes, da will ich hin. Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass Scarecrow das Zeug dazu hat, das durchzuziehen. Hab mich wohl getäuscht. Weil der Betsy auch mal eine kleine Auszeit verdient hat, aber egal. Ich glaube nicht, dass ihn das. Dass er der Typ für sowas ist. So, okay. Ich will mal gucken, ob wir das hier aus dem. Mit Anlauf, also hier um die Kurven. Das schaffe ich einfach nicht. Das muss auch so gehen. Oh Gott. Wahnsinn. Oh, kommt er so weit? Entschuldigung, falscher Knopf. Holy shit. Ich habe das Rätsel gelöst. Unglaublich. Das war geil. Geiles Ritterrätsel. Gib mir das Ding. Nein, da ist doch gar nichts, Batman. Ich mochte Batmans altes Auto. Sah so schön retro aus. Halt wie so ein Oldtimer. Und das hat sich auch nicht in einen Panzer verwandelt. Also, ich finde mein Auto gerade wieder ziemlich geil. Warte mal, halt, was war denn das gerade für ein Gesicht? Hey, ja? Fürchtet mich. Ey, ich hätte schwören können. Gerade eben war die Frau dort rechts noch der Joker. Die Eltern vom Pinguin gehörten ihr zum alten Adel. Und der Mann hat ganz anders geguckt. Wenn das wahr ist. Alter. Mein Kopf spielt mir langsam echt Streiche. Ist das... 100 pro, die Frau war 100 pro, spult nochmal zurück, ich wette, ihr habt das auch gesehen. Das war 100 pro der Joker, ich hab mir nur gedacht, Merp, guck ich mir später an, ich mach jetzt erstmal das Rätsel. Und der Typ hat aber nicht gegrinst dabei, der hatte mehr so geguckt. Das, kriegen wir das nochmal hin? Alter, das ist ja ein geiles Detail. So, irgendeine Liga, was von Pipapo, was für ein Ding? Ich lasse das Bettmobil mal einfach auf dem Dach stehen. Das wird ein ganz besonderes Halloween. Gotham Taylor. Die Klingen in die Herzen, Kunstwerke und Schmerzen. Ein Kunstwerk. Ich guck mal, ob ich runterkomme. Greifen mit mehreren Einheiten an. Oh oh. Holy shit! Leckere Ratzt! Alle Drohnen offline! Ist der Bereich gesichert? Nein, zwei laufen hier noch irgendwo rum in diesem Stadtteil, okay. Hey du da, fuck! Welche Panzer hat der Wagen der Fledermaus keine Chance? Welche Panzer? Die ich gerade weggerotzt hab? Ja. Parking. Muss ich echt im Parkdeck nachschauen? Nein, ne? Nein.
Was könnte gemeint sein? Oh, was ist denn das? Das ist doch der Joker! Bild ich mir das nur ein? Oder ist das wirklich... Jetzt sind sie wieder normal. Gott, ist das Spiel geil! Ist das Spiel... Ist das geil, Alter! Das ist so geil! Wir schieben echt Hallos. Wir sind dieser verfickte fünfte Patient. Die Liga der Killer stach Klingen in... Scheiß drauf! Ich hau ab! Er ist hier! Raus hier! Ja, ja. Macht mal, macht mal. Macht euch fort. Alter. Das ist so geil. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass die Statuen so... Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt hatte, aber da hatte ich so an die Seite geguckt und dachte so, warte mal, ist das hier? Und ich dachte, das wäre eine Statue von Two-Face, weil ich nur die eine Hälfte gesehen hatte und die sah halt so verzerrt aus. So, was suchen wir hier gleich nochmal? Es steht in der Mitte des Bildschirms und ich vergesse es immer wieder. Irgendwas mit Kunstwerken, in denen sicherlich irgendwas drinsteckt. Ein Schwert oder sowas. Vielleicht. Es hat auf jeden Fall was mit dieser... Mit dieser Liga? Liga? Guck mal hier. Was liegt denn da? Hier fliegt was durch die Luft. Mach dich fort. Das ist kurios. Ich will es fotografieren. Kein Objekt geortet. Gotham's Coffee. Also hier unten wäre was... Das gehört jetzt alles uns. Wir können machen, was wir wollen. Ich habe das Gefühl, hier unten werden wir es nicht finden. Gesehen, Mann. Die meisten sind bei der Evakuierung weg. Die übrigen machen nichts. Die sind in der Unterzahl. Ich knipp's einfach mal random drauf los. Vielleicht finde ich es ja. Kein Objekt, kein Objekt. Das GCPD ist hier gleich um die Ecke. Was könnte gemeint sein? Was könnte gemeint sein? Objekt verdeckt. Kein Objekt geortet. Kein Objekt geortet. Gerade eben hatten wir es verdeckt. Also die Richtung da oben? Die Fledermaus steht bestimmt nicht auf Nachahmer. Cola-Werbung. Wenn die beiden aufeinandertreffen, wird es spannend. Aber Kunstwerk hallo, im Herzen. Das will ich sehen. Kunstwerken Schmerzen. Kunstwerke Schmerzen. Wartet. Wartet, wartet, wartet. Ich will da jetzt nicht mehr als eine Folge mit vertrödeln. Das versuche ich jetzt noch in dieser Folge abzuknuspern. Objekt verdeckt. Das ist irgendwie so diese Richtung vielleicht. Was könnte das nur sein? Nach dem, was ich höre, hat Scarecrow fast die ganze Ace Chemicals Fabrik in Bank of Gotham? Ach Quatsch. Kein Objekt geortet. Objekt zu klein? Wartet kurz. Ist es hier dieses Plakat? Überall Panzer. Große, kleine. Würde mich nicht wundern, wenn die plötzlich auch noch fliegen könnten. Solomon Grundy? Nee, ne? Von denen gibt's einen Kinofilm oder was? Kein Objekt geortet. Wo ist denn dieser Bereich? Ich habe den Bereich schon wieder verlassen. Was muss ja irgendwo hier in der Ecke sein? Hä? Kein Objekt geortet. Vergiss nicht, dass wir Pinguin später treffen. Kein Objekt geortet. Was Besonderes geplant. Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch. Ist es vielleicht hier drin? Ist es doch im Parkhaus? Ist es dahinter? Objekt zu klein. Objekt zu klein. Was hat er denn nur gesehen? Objekt verdeckt. Wo ist es denn? Ist das Parking? Ist es das da hinten? Er hat sich schon einen Plan B ausgedacht. Keine Sorge. Noch dazu kriegt es Batman jetzt mit einer ganzen Armee zu tun. Objekt verdeckt. Es ist irgendwo in dieser Richtung. Kein Objekt geortet. Ich sehe hier irgendwie... Wo sind wir denn gerade auf der Karte? Hä? Also der Bereich ist so groß. Es müsste eigentlich dort sein. Da stecken auch andere außer Two-Face und dem Pinguin mit drin. Woher weißt du das?
Ich weiß es halt, hab da was gehört. Da oh, Objekt verdeckt schon wieder. Ich komm grad nicht drauf. Boah, ich komm grad nicht drauf. Ich komm. Schon wieder ein Joker. Ist das geil. Diese Hallus, die er hat. Okay, komm, Deal. Wir sammeln zwei andere Riddler-Trophäen und ich komme später hierher zurück. Wie es das ganze Parkhaus hochfährt. Ach, da wird schon noch irgendwer in Gotham sein, den es sich auszurauben lohnt. Hui! Ansonsten gibt's einfach Dresche. Ich mach mal das Ding da weg. Zack. Und das da mache ich auch weg. Zack. Und dann will ich hier weg. Wir beenden die Folge jetzt, weil die ganzen Bilder vom Joker hier machen mich gerade dezent wahnsinnig. Alter, ich will mir das nicht länger geben. Ich sehe überall Jokers Gesichter. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Psst, ich will reden. Das ist ein sehr geiler Aspekt vom Spiel, dass hier überall Joker-Gesichter mittlerweile aufploppen, ey. Dass er nicht nur so mit uns redet, sondern dass es... Ich weiß gar nicht, wie sehr ich das gerade feiern soll. Das ist unglaublich. Ich liebe sowas. Ich liebe das, wenn in Spielen die Realität verwischt und du nicht damit rechnest. Es gab so ein paar Sachen mittlerweile, die irgendwie so, womit ich einfach nicht rechne, was ich dem Spiel nicht zutraue. Zum Beispiel schon mal ganz am Anfang diese schöne Szene von Scarecrow, wo man den Polizist spielt, der dann dieses Toxin abkriegt und die Filme schiebt, ja? Wo so voll der Silent Hill-Trip. In einem Batman-Spiel, Silent Hill, damit rechnest du nicht. Du rechnest nicht damit, dass du über die Dächer gleitest und auf einmal kommt da eine riesengroße mutierte Fledermaus angesprungen, so springt dir mitten ins Gesicht. Damit rechnest du nicht. Du rechnest nicht damit, dass du mit dem Batmobil über die Dächer kletterst. Machst du nicht. Du rechnest nicht damit, dass irgendwann überall Joker auftaucht, weil du total... Das ist unglaublich. Ich finde das derbe geil gemacht. Ich feiere das so extrem. Das ist genau der Grund, warum ich heute schon den ganzen Tag nicht aufhören kann, dieses Spiel zu spielen. Ich werde hier noch kaputt gehen. Ich gehe absolut kaputt. Das Spiel zerstört mich. Oh. Und ich krieg's gerade nicht mehr hin, dieses Bild zu finden und diese Umgebungsanalyse. Ich habe das Gefühl, die findet irgendwo gerade ein anderes Bild. Das in einem anderen Bereich, das gleich nebenan, das nächste Riddler-Bild versteckt ist und ich aber gerade nach dem Falschen suche. Ich werde Anfang der nächsten Folge nochmal kurz losziehen und gucken, ob mir was auffällt, aber ich will hier möglichst schnell weg, weil die ganzen Bilder vom Joker machen mich wahnsinnig. Also tatsächlich, überall gucke ich und suche ich nach diesem Riddler-Bild und ich finde immer nur Joker-Gesichter. Vielleicht ist das ja das Rätsels Lösung, aber der Riddler kann ja nicht wissen, dass wir wahnsinnig werden. Oh, und ich sehe es schon so kommen, dass irgendwann jemand mit uns redet und wir werden einen Joker-Satz sagen. Irgendwann wird Batman anfangen zu kichern und zu lachen und das wird der krankeste Moment in der ganzen Arkham-Reihe sein, wenn Batman lacht. Batman hat noch nie gelacht. Wenn Batman lacht, ist es aus. Dann spiele ich nicht weiter. Nein, natürlich spiele ich weiter. Vielleicht lacht er ja nochmal. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr lieben Menschen. Ich habe total überzogen. Das tut mir leid. Ich will doch nicht immer so viel... 3 Minuten, 4 Minuten überzogen. Um Gottes Willen. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und reingehauen. Tschüss, yo. Als ob ihr es mir übel nehmen würdet.